Hey ho, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens war ja der mega heftige Fight mit Flashback und allem drum und dran, was ein guter Fight halt mit sich bringt. Und jetzt sind wir hier quasi nach der ganzen Scheiße von letztens aufgewacht und haben keine Ahnung, wo wir sind. Für mich sieht es ein bisschen aus wie eine Höhle. Ja, sieht aus wie eine Höhle. Nur welche Höhle oder wer uns hierher gebracht hat, ist uns immer noch unbekannt. Aloy, kommt dir hier irgendwas bekannt vor? Meine Sachen, gut. Fokus? Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, ach, okay. Schön. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Der Heilige Berg? Was genau ist der Heilige Berg? Ich sehe den Fokus wieder. Sehe meinen Bogen nirgends. Und ich habe die Kleidung und alles wieder. Kaputten Fokus, keine Waffe, den ich diesen Mörder abgenommen habe. Was ist das hier? Ich meine, ich empfange eine Art Signal. Ja, wir wissen ja, dass Erzmutter Tiersounds hergebracht hat. Das konnte man ja deutlich an der Stimme von letztens erkennen. Bunkertür. Das? Bunkertür. Brandschutztür verstärkt, Verschluss integriert erhalten. Können die öffnen? Können die einfach öffnen? Finde ich gut. Okay, so weit sind wir schon. Drüben scheinbar nicht durchzukommen, weil das ist rot. Sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Ja. Die Nora haben diesen Ort nicht erbaut. Hier kommen wir nicht rein. Es waren die Alten. Aber warum? Was ist denn hier? Kommt vielleicht hier durch? Nee, kommen wir auch nicht durch. Macht das hier Sinn, dass ich hier lang gehe? Das scheint richtig zu sein, ja? Hier ist eine Sackgasse. In andere Richtung vielleicht? Ja, hier geht's weiter. Nice, sehr schön. Sieht ein bisschen aus wie so ein Lüftungsschacht, aber für was bräuchte man in so einem Berg einen Lüftungsschacht? Okay, irgendwie muss man den Sauerstoff hier reinkriegen, aber wahrscheinlich nicht. Doch, wie komme ich weiter? Okay. Ich dachte schon, wir sind wieder in eine Sackgasse gelaufen, aber dann wäre der Lüftungsschacht ziemlich. Energiezelle. Eine Art Energiezelle. Wozu was? Die wohl gut ist. Die Tür bestimmt. Was sonst? Okay, hier kommen wir trotzdem nicht durch. Bunkertür. Und das da hinten? Ist auch eine Bunkertür, aber die ist geöffnet. Okay, hier scheinen wir nicht weiterzukommen. Oder kann ich hier irgendwo eine Energiezelle einsetzen? Nee, ne? Okay. Versuchen wir mal zurückzugehen. Vielleicht können wir hier irgendwo anders die Energiezelle benutzen. Ja, ey Leute, du musst dich wieder mal ducken. Wenn hier so viel Technik ist mit technischen Schnickschnack, Pipapo und so weiter, warum brauchen die hier Kerzen? Ich meine, uns ist ja das ganze Wissen quasi verschlossen, was die Alten damals gebaut haben. Ob die Alten unsere Zivilisation ist, also du und ich und so weiter, das wissen wir ja noch nicht. Oder in welchem Jahr das Ganze hier wirklich spielt. Ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt irgendwann herausfindet. Und wo muss ich denn überhaupt hin? Das wäre auch mal eine Frage, die ich mir stellen sollte. Okay. Da, mit meinen anderen Sachen. Nice. Ja, Affe. Bogen. Schön. Was kannst du mir zeigen? Ah! Aua! Was ist das denn? Eine Fehlfunktion? Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Welche Zielperson?
Welche Zielperson? Wer sagt, dass ich genauso bin? Nein. Warum? Ich lerne mich durch Molens Fokus. Wie ist das möglich? Ist Olin ein Verräter? Dann Beeilung, ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Z hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt es her? Von wann? Bist du meine Mutter? Terminate. Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach. Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Was? Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Okay, ich bin dabei. Aber was? Also ich bin auf jeden Fall dabei. Was soll das bedeuten? Wir sind hier im Berg geboren. Und war das jetzt wirklich unsere Mutter? Oder nur wieder irgendeine Vermutung, die wir anstellen? Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Lansra? Jessa? Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Okay, ich bin ganz Ohr. Die Tür ist zu. Kriegst du die auf? Rede mit Tirsa. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Was? Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy. Das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Deine Mutter? Oh. Identiscan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Wie die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Was? Nein. Bitte. Bitte. Ah.
Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Was? Das ist gerade ein unheimlicher Brainfuck, was gerade in meinem Kopf abgeht. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Ja, gut. Also wir haben einen riesen Kriegstrupp von denen besiegt. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Was? Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Hä? Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Alles klar. Dann geh du besser vor. Oh Mann. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Boah, ist eine mega heftige Ehre, wie es so klingt. Ich kann also überall hin, ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Nice. Schön. Finde ich gut. Metallwelt? Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten,
löschte ihr Zorn ihre Städte aus, aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Das ist etwas, wofür ich echt eine mega heftige Motivation habe, hier herauszufinden, wie das alles passiert ist. Wie es zu dieser Welt kam, wie alles so eskalieren konnte und zu dieser Situation werden. Das ist echt ein Ziel und ich hoffe wirklich, dass man das in diesem Spiel wirklich herausfinden kann und dass es nicht ein offenes Geheimnis bleibt, das man nicht aufdecken kann. Ich hoffe es wirklich. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Alles klar. Gibt es noch andere Sucher? Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Das interessiert mich jetzt wirklich. Was war jetzt mit Rost? Haben die was damit zu tun? Ich will das jetzt wissen. Was weißt du darüber? Ich muss es wissen. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Das ist gut. Dass er ein würdiges Ende gefunden hat, ein würdiger Abschied, das ist gut. Er hat es wirklich verdient. Auch wenn es sonst niemand verdient hat, er hat es einfach verdient. Die Mörder? Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Okay. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Okay, dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Oh, werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Dankeschön. Okay. Nora-Gläubige! Wir wollen beginnen. Kann uns jetzt noch retten. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Mach das mal. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Sprich mit Resch im neuen Kriegsjahr. Okay. Aber wartet mal. Nee, halt, sei still. Habe ich nicht ein neues Outfit? Nora Kriegerin. Nicht letztens was Neues bekommen? Ich dachte, ich hätte letztens was Neues bekommen. Scheint wohl nicht. Was ist das? Eine Energiezelle. Questobjekt. Ein Akku für ein militärisches Holoschloss aus der Mitte des 21. Was? Aus der Mitte des 21. Jahrhunderts? Altes Waffen. Das ist unser Jahrhundert, Leute. Das 21. Jahrhundert. Das bedeutet, wenn die Energiezelle hier noch intakt ist, also wirklich noch funktioniert, was ich glaube, wenn das ein Questgegenstand ist, da
dann könnte es sein, dass diese Zeit in diesem Spiel gar nicht mal so weit von uns entfernt ist. Vielleicht 100, vielleicht 200 Jahre. Wenn überhaupt. Eine Energiezelle aus dem 21. Jahrhundert. Nach unserer Zeit. Alles klar. Ah, ist das nicht Schrauber voneinander? So überlebt. Gehen wir und sprechen mit dem Kriegsherrn. Wenn du die Hymne nur inbrünstig genug singen, wird sich die Göttin sicher erschaffen. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Sister, jetzt respektieren sie uns. Jetzt haben wir die Anerkennung, dass wir dazugehören. Nicht bei diesen Hohn und Spott und das ganze Zeug. Jetzt sind wir ein Teil. Und noch viel mehr. Wir sind einfach der Big Boss. Wir sind mehr als ein Krieger. Wir sind ein Sucher. Aber die Ausgestoßenen wehren sich. Ja. Ignoriert sie. Setz den Bericht vor. Es soll im Becken angeblich Ding aus. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Ich erinnere mich an dich. Ja, ich erinnere mich an ihn. Seit ich eine Sucherin wurde. Da bringen wir es natürlich schnell zur Sache, aber ich erinnere mich an dich. Ich will ein bisschen mit dem faseln. Ich kenne dich von der Erprobung. Bast hat meine Trophäe zerstört. Und du hast zugesehen. Du sprichst schlecht von den Toten? Du kennst gar keine Scham. Fast hätte ich dir einen Pfeil reingejagt. Und du bedrohst mich. Auch noch vor Zeugen. Wenn die Erzmütter das erfahren, wirst du wieder eine Ausgestoßene sein. Oh. Ach, guck mal hier. Ich bin zur Sucherin geweiht. Öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Das klang gerade nicht so feindselig, wie er gerade geredet hat. Ich will ihm jetzt nicht sagen, dass er ein Niemand ist. Er hat es weit gebracht, wenn er Kriegsherr ist. Also das wäre einfach nur unüberlegt, auch wenn das die überlegte Antwort hier wäre. Pass auf, was du sagst, wäre ein bisschen sehr direkt. Und erst die Toten. Wir konfrontieren ihn einfach mal damit, womit er uns vorher konfrontiert hat. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Rash, komm jetzt. Ruhe! Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Was denn? Der Dämon! Gebt Alarm! Was ist das denn? Was? Was tut denn das? Und als sie sagt es nicht. Bei der Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Ach du Scheiße. Macht euch bereit! Ach du Scheiße, nein! Die werden einfach durchbrechen. Das Tor kann sie nicht aufhalten. Was hast du hergelaufen, du mutterloser Fluch? Ich werde euch mal wieder retten müssen, jetzt halt die Fresse! Tötet sie alle! Ach du Scheiße. Nee. Das werden wir in der nächsten Folge erledigen, Leute. Ich bedanke mich wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Ich fasse mich heute wieder mal ein bisschen kürzer. Schaut einfach morgen um 15 Uhr wieder vorbei, wenn es heißt Horizon Zero Dawn. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Morgen gibt's mega heftige Action, seid auf jeden Fall dabei. Ciao!